Hallo und schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie Interesse haben, hier das Video zu schauen. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich heiße Roswitha Keiche und leite die Stabsstelle Partizipation und Integration der Stadt Heilbronn. Bin in der Integrationsarbeit tätig und arbeite auch eng mit Migrantenorganisationen zusammen. Und das ist auch der Grund des heutigen Videos. Uns geht es nämlich darum, Migrantenorganisationen sichtbarer zu machen in der Gesellschaft. Und wir haben ein Projekt gestartet bei der Stadt Heilbronn, die Stadtbibliothek, über ein Programm 360 Grad der Kulturstiftung des Bundes, zusammen mit der Stabsstelle und dem Stadtarchiv. Und daher freue ich mich ganz besonders, den Herrn Professor Dr. Schrenk zu begrüßen. Er sitzt mir gegenüber und wird ganz kurz das Stadtarchiv und sich vorstellen. Ja, Frau Keicher, das mache ich gerne. Zu mir ganz kurz: Seit etwa 30 Jahren leite ich als Direktor des Stadtarchiv Heilbronn. Und was ein Stadtarchiv ist, ist vielleicht die spannendere Frage. Ein Genau. Stadtarchiv hat verschiedene Aufgaben, ganz klar, aber die Urwurzel eines Archivs ist, dass man die Vergangenheit für die Gegenwart bewahrt und die Gegenwart für die Zukunft dokumentiert. Das heißt, wir als Stadtarchiv Heilbronn sind, ja, das Gedächtnis, das Gewissen dieser Stadt. Wir bewahren Recht, wir bewahren Informationen. Und warum ist es Ihnen dann so wichtig, mit Migrantenorganisationen oder interkulturellen Vereinen zusammenzuarbeiten? Wenn wir eine Stadtgesellschaft wie die Heilbronner dokumentieren wollen, dann ist es klar, das ist eine ganz breite Gruppe. Ganz viele Gruppen gehören dazu, zum Beispiel die interkulturellen Vereine. Und leider ist es so, dass die, obwohl sie einen großen Teil der Bevölkerung stellen, in unserer Dokumentation im Moment unterrepräsentiert sind. Und das bedeutet, dass wenn man aus diesen Unterlagen schöpfen wird, irgendwann in Jahren oder Jahrzehnten, dann wird man wenig über die interkulturellen Vereine finden. Und das finde ich nicht richtig, das finde ich nicht gut. Wir müssen da sozusagen nachbessern. Das ist auch der Witz, dass wir als Archiv nicht nur bewahren, sondern auch daraus schöpfen. Wir machen das sehr aktiv. Es gibt Benutzer, die das tun. Wir tun es selber, wir schreiben Bücher, wir machen Ausstellungen, wir halten Vorträge. Die Migrantenorganisationen haben sich auch ganz arg engagiert. Deswegen ist es ja auch sicher ein Vorteil für die Migrantenorganisationen, dass sie das machen. Oder welche Vorteile sehen Sie auch für die Vereine? Ja. In der Tat, erstens mal die Dokumentation, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man dazugehört. Das Zweite ist, dass wir diese Dinge ja auf Dauer bewahren. Das heißt, es ist wirklich längerfristig, als es normalerweise ein Verein tun kann. Und das kommt dann den Vereinen wieder zugute, wenn die irgendwann mal eine Frage über sich selbst haben oder über Vergangenheit, um genau zu sein. Beziehungsweise, wenn die ein Jubiläum feiern wollen, dann kommen die Organisationen, die zum Teil schon vor Jahrzehnten Unterlagen ans Archiv gegeben haben, die kommen dann her und fragen: Habt ihr noch was? Und ja, wir haben es dann. Und auch vorher kann man ja Aktionen starten, zum Beispiel im Kulturbereich Ja, oder klar. so. Was für Material brauchen Sie? Archive sind erstmal auf Papier ausgerichtet, nicht nur, aber auch. Das heißt, es geht um Unterlagen wie Vereinszeitschriften, wie Festschriften, wie Einladungen für irgendwas, Plakate vielleicht für eine Veranstaltung. Dinge, die in den Vereinen sowieso entstehen und die den Weg ins Archiv finden müssen. Und was ist mit Protokollen? Ja, natürlich eine ganz gute Idee, weil Protokolle etwa an der Jahreshauptversammlung zeigen ja, was in diesem Jahr gelaufen ist. Und genau das wäre der Kern der Dokumentation. Was passiert dann mit den Originalen? Die Originale werden bewahrt, Okay. und zwar unter klimatisch guten Bedingungen. Da geht es um Luftfeuchtigkeit, da geht es um Temperatur. Das ist was, was ein Privatmann kaum machen kann. Das wird bei uns auf die Dauer bewahrt, wenn es denn geschichtlich relevant ist. Es ist ja klar, dass wir nicht jedes Stück Papier, das ins Haus kommt, bewahren werden. Wir werden das bewerten, gewichten und dann bewahren. Das heißt, es gibt einen Ansprechpartner bei Ihnen, an Genau. den man sich wenden kann. Den werden wir auch nachher in dem Video einblenden, damit eben der direkte Weg zu Ihnen auch gefunden werden kann und Sie auch weitere Informationen geben können. Und es wird weitere Clips auch geben, wo das erklärt wird. Genau, es wird weitere Clips geben, wo es um die Ausstellung zum Beispiel geht, wo es um das Magazin geht, wo es um die Bibliothek geht, also um die zeitgeschichtliche Sammlung, also Bereiche, die wichtig sind, auch für diese Dinge. Und ich lade Sie ein, auch mal ins Haus zu kommen, wenn Sie das wollen. Das können wir gerne organisieren, um das, dass Sie dann auch mal vor Ort sehen, um was es geht. Eine wunderbare Chance, Teilhabe zu haben. Dankeschön. Danke auch an ihn. Vielen Dank, Eva Sofer-Keicher.